Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Delicious Emily's New Beginning. So, meine Lieben, wir machen weiter in Kapitel 4, Level 3. Wus Küche sind wir ja mittlerweile, weil unser Restaurant abgebrannt ist oder ausgebrannt ist oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall kaputt gegangen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir können ja hier noch eine ganze Menge verbessern. Ich glaube, ich mache erstmal das hier noch, die Kronleuchter. Und dann als nächstes kommen dann hier die Tische. Wobei, ich glaube, ich mache dann noch das hier. VIP-Sessel, ey. So, dann wollen wir mal. Geschäftsmänner. Wenig Geduld, sehr viel Trinkgeld mögen Page nicht. Ja, das war klar, ne? So, aber doch, die kommen heute. Ich wollte gerade sagen, die kommen ja heute gar nicht, aber das sind diese hier, die nicht kommen. Okay, 10% Hipster haben wir. Die Yuppies kommen noch gar nicht. Da müssen wir mal schauen. Wir haben ja auch was Neues. Hier, Kartoffelsuppe. Da stehen die Geschäftsmänner drauf. Okay, dann müssen wir das mal umändern. Genau, das ist gut. 45. Jetzt müsste ich eigentlich bei den Genussmenschen noch was wegtun. Hier. Genau. Ja, dann haben wir es doch. Sehr gut aufgeteilt. Sehr schön. So, die Speisekarte kann so bleiben. Ich klingel schon mal gleich direkt. Achso, nee, ich bin ja noch gar nicht dran. François, was machst du hier? Ich dachte, ich schaue mal vorbei und hole mir einen Bissen zu essen. Hm, du wirkst ein wenig gewöhnlich, aber das kriegen wir hin. Bitte was? Du bist doch der neue Oberkellner, oder? Ja, natürlich. Na dann, steh nicht dumm rum. Es wird Zeit für die ersten Gäste. Was? So schnell kommt man an einen Job. Und was soll er jetzt machen? Räum hinter François auf. Na toll, das klingt schon mal nicht gut. So, okay, warte mal. Die wollen das und das mit dem und dem. So, und das und das. Oh nein, und ich soll da schon aufräumen. Ja, 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 ja. So, und dann hier so. Dann brauche ich die Suppe und ich brauche das und... Oh nein, 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 nein. Ah, nein! Ich habe mich verklickt. Verdammt. Okay, jetzt aber schnell. Oh, François, du sollst es richtig machen, bitte. Das gibt nur Mecker vom Chef hier. NC3 und ich habe die Maus schon gehört und ich sehe sie auch, aber jetzt ist sie weg. Naja, egal. Ist nicht schlimm. Hier, du kannst damit spielen, Paige. Ich habe heute leider keine Zeit für dich. Da muss sauber gemacht werden. Die sind jetzt nicht sehr glücklich gewesen. Ja, das haben die mir echt krumm genommen. Er darf halt nicht so oft die Gläser dahin schmeißen, ne? Das ist nicht sehr gut. Ah, schon wieder. So, okay, jetzt brauche ich das, dann die Maus. Dann das, das und mit dem und das mit Banane. Und dann alles dahin gebracht. Dann brauchen wir das und das. Und Paige kriegt den Würfel und so. Und das müssen wir abkassieren. So, du möchtest ein Stück Kuchen haben und die Kartoffelsuppe. Bitteschön, da klingel ich einmal. So, sie möchte zweimal das Stück Kuchen haben und dann, sehr schön, dann nochmal klingeln. Meine Güte, heute ist aber ein Betrieb hier, ne? Das ist ja nicht zu fassen. Oh, François! So, dann brauche ich das, ich brauche das und ich brauche das. Und dann muss ich hier noch abkassieren. Oh mein Gott, die hat schon wieder keine gute Laune mehr hier, die Geschäftsfrau. Naja, gerade die Geschäftsfrauenmänner hier, die haben keine Geduld, ne? So, zwei Stück Kuchen. Boah, die sind aber gierig nach Kuchen. Paige. Du musst hier bleiben. Es tut mir leid, aber es ist so. Mama muss arbeiten. Und hinter François herräumen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, noch zweimal, dann hat er es endlich begriffen, dass er die Gläser nicht auf den Boden fallen lassen muss. Das ist natürlich schön. Oh Gott, ernsthaft?
Wie schaffst du das nur? So, ich brauche dann das und das und das muss dann da oben hin. Dann klingel ich nochmal, dass der Kuchen wieder aufgefüllt ist. Du kriegst das wieder und du möchtest das mit dem. Sehr schön. Kann ich ein bisschen warten? Vielleicht sind die gleich schon fertig. In der Zeit mache ich die schon mal fertig. Na, komm, schnell, 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 schnell. Jawohl. So, da kann sauber gemacht werden. Hier hebe ich auf. Und das ist für euch. So, du kriegst wieder dein Spielzeug. Und dann klappt das doch alles recht gut. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir doch nicht den dritten Stern zusammen. Ich weiß es noch nicht. Ja, die hat halt nicht so viel Geduld, ne? Aber okay, sie sind gerade rechtzeitig fertig geworden hier. So. Achso, François ist schon fertig hier mit seinem Gläser hinschmeißen. Jetzt steht er nur noch wie ein Türsteher da an der Tür und wartet auf die Dinge, die da kommen. Jetzt kommen auch irgendwie nicht mehr so viele Leute, ne? Jetzt ist hier wieder total chillig. So, einmal das und mit dem. Da kann sauber gemacht werden. Was möchtest du haben? Du möchtest das mit dem haben. Und schnell abkassieren. Da hätte ich jetzt sogar noch warten können, dann wäre es eine Dreier-Kombo gewesen. Naja, egal. Was will man machen? So, die möchten das haben mit dem Kaviar natürlich. Warum auch nicht? So, das, das und das. Yay! Nein, Paige! Oh mein Gott. Glück gehabt. Das kannst du doch nicht machen, Paige. Du kannst doch nicht einfach da hingehen. Das geht nicht. Die werden doch sofort zickig, die Leute hier. Oh mein Gott, ein Kind. So, okay, was möchtest du jetzt noch? Du möchtest das haben mit dem. Ich eile, ich eile, ich eile. So, können wir die ein bisschen warten lassen? Ja, komm, 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 komm. Was zum... Oh, du Honk. Oh Mann, wieso ist er denn auch noch da gerannt? Da war doch eh kein Platz frei, ich verstehe das nicht. Naja, egal, was will man machen. Wenn der so blöd ist, kann ich auch nichts für. Es hätte so eine schöne Dreier-Kombo werden können. Aber nö, der rennt einfach zur falschen Seite. Was willst du denn jetzt? Du willst das haben mit dem? Meine Güte. Na, das mit dem dritten Stern, das... Das wird nichts mehr. Leider. Es kommt ja jetzt niemand mehr. Ne, es fehlen noch viel zu viele Punkte dafür. Ach, schade. Wenn ich die Dreier-Kombo vorhin hingekriegt hätte, dann hätte es vielleicht was werden können mit dem dritten Stern. Aber nö. Der ist ja zur falschen Seite gerannt da. Ja, wird nichts mehr. Muss ich dann nachholen? Du hast 10.000 Silbermünzen gesammelt. Yay! In meiner ganzen Karriere habe ich noch nie einen so schlechten Oberkellner erlebt. Hast du überhaupt schon einmal in einem Restaurant gearbeitet? Nun, wo sie es sagen. Bitte? Es gibt nur noch eins zu sagen. Du wirst gefeuert. Gott sei Dank. Ach Mensch, François, was machst du nur? So, es geht weiter mit Level 4. Wir können nichts kaufen. Doch, wir können hier den Stuhl ausbessern. Ach ja, komm. Machen wir das. So, und als nächstes kommen dann die Tische dran. Die kosten 250. Alles klar. So, 50% von denen. Dann gibt es die Brokkolisuppe mit dazu. 25, 25. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen umändern, dass die Hipster noch ein bisschen was bekommen wieder.
Hier bei den Genussmenschen, da gibt es jetzt die Käseplatte wieder. Dann passt das. Ach, kein Karamell-Käsekuchen mehr. Naja, was will man machen? So, 2-2, ja, das passt. Emily, wo kommt das denn her? Und? Oh, danke, das ist meine neue Haarklammer. Gefällt sie dir? Das Mädchen im Laden meinte, das sei der letzte Schrei. Babymode. Oh Gott. Ja, wir müssen hier echt aufpassen, dass Paige halt nicht gesehen wird hier vom Chef. Ja, das kriegen wir hin, ne? Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Und wundert euch bitte nicht über dieses liebliche Geräusch, was zwischendurch kommt. Das kommt vom OBS. Ich nehme nämlich gerade mit dem OBS auf, weil ich schon wieder in Bedrängnis bin mit meiner Zeit. Ich muss nämlich gleich noch weg und damit heute noch Parts kommen, nehme ich das schnell mit OBS auf. Dann ist es nämlich schon gerendert. Nur hört ihr halt dann immer im Hintergrund, wenn mich einer anscheinend followert, obwohl ich es eigentlich ausgestellt habe, aber egal. Da müssen wir heute mal durch. So. Du möchtest das und das haben. Auf einmal sind hier wieder so viele Leute. Leute, ihr macht mich fertig. So, da kann sauber gemacht werden. Gerade sind hier nur Genussmenschen. Da kann ich ja Paige sogar mal ein bisschen rumkrabbeln lassen. Dann wird sie glücklich. So, jetzt bringe ich sie wieder weg. Genau, weil jetzt wollen diese Leute da wieder was. Und die und die. So. Sehr schön doppelt abgegeben. So, das Cocktailglas für Sie. Oh, im Moment ist wieder alles ganz gemütlich hier. Hä? So, geht doch. Ich glaube, da kommt niemand mehr. Dann kassiere ich lieber ab. So, das brauche ich, das brauche ich und das mit dem. Sehr schön. Es läuft doch ganz gut bisher. So, einmal das mit dem und das mit dem. Sehr schön. Paige, Paige, Paige. Nein, nein, nein. Bleibt da sitzen. So, 1, 2. Dann können wir das auch schon wieder abkassieren. Sehr schön. Da hätte ich auch schon wieder ein bisschen warten können. Aber naja. So, die möchten das haben und das. Komm schon. Und dann noch das und das. So, das brauche ich, das brauche ich. Und das kommt dahin und dann muss hier wieder aufgefüllt werden. Wie schnell der das immer kann, ne? So, das und Käse. Bitteschön. Entscheide dich mal schnell, dann kann ich dich auch noch bedienen. Jawoll. So, okay. Hier kann sauber gemacht werden. Entscheide dich. Dankeschön. Jetzt will der da so einen blöden Pfannkuchen haben. Der dauert doch immer so lange. Was ist das Trinkgeld schon weg? Nein! Naja. Was will man machen? Da habe ich wieder zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Beziehungsweise er hat zu lange gebraucht, nicht ich, ne? Ich, mich trifft keine Schuld. So. Bitteschön. Und nochmal eine Suppe hier für dich.
Bitteschön. So, zweimal Käse. Na, ich glaube, da kommt niemand mehr. Ach, nee, ich muss abkassieren. So. Du möchtest das. Alles klar. Tja. Es ist ja phänomenal hier, was hier passiert. Er ist auch schon wieder garstig geworden. Mein Gott, die können echt keine 2 Sekunden warten hier. Die meinen auch, die ganze Welt dreht sich nur um die, ne? Um die Geschäftsmänner hier. Hey, du stehst vor meinem Glas mit Wein. Das geht nicht. Verdammt, jetzt war ich wieder ein bisschen zu schnell. Gott, ich habe das Gefühl, wir schaffen das schon wieder nicht. Das kann doch nicht sein. Ich streng mich doch schon so an. So, zweimal Suppe. Bitteschön. Na komm, kassiere ich dich halt ab. So, die wollen das und das und das. Bitteschön, da kann sauber gemacht werden. Auf ihn warte ich jetzt. Genau, er möchte die Suppe haben und das mit dem. Dann können wir das nämlich hier zusammen abgeben und haben wieder eine Kombo gemacht. Ach nee, Paige, komm. Setz dich dahin. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum Emily die ganze Zeit Paige mit bei der Arbeit haben muss. Warum macht Patrick das nicht? Der rennt doch sowieso nur durch die Gegend. Wir haben ja gesehen, was er arbeitet. Er ist immer nur von links nach rechts gerannt. So, das brauche ich, das brauche ich, eine Suppe brauche ich und ein Glas Wein. Da kann sauber gemacht werden, dann nochmal ein Glas Wein und Käse. So, da muss ich abkassieren. Dann brauche ich die Suppe mit dem, du kriegst einen Würfel. Ja, er ist gerade fertig. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, werd nicht zickig. Oh mein Gott, wir haben endlich mal eine Dreierkombo gemacht. So, den goldenen Stern haben wir erreicht. Sehr schön. Hier kann auch überall sauber gemacht werden. Und das war der letzte. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ist ja nicht zu fassen. Hier, bitteschön, Ihre Bestellung zum Mitnehmen. Wovon redest? Das ist ganz schön schwer. Kommen Sie, ich trage Sie in zum Auto. Wir haben etwas zum Mitnehmen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie führt ihn aber auch richtig schön an der Nase herum, wa? Das ist schön. So, wir schauen mal eben ins Album. Wo ist das neue Foto? So, da. Babymode. Es war so ziemlich das Albernste, was ich je gemacht habe, als ich mir den Schnuller ins Haar steckte. Aber ich wollte ja nicht, dass Dainton das mit Paige herausfinden würde. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, das war der Part für heute. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.